Zur aktuellen Diskussion um das Bürgerzentrum in der Hoyerswerder Altstadt meldet sich nun auch der Verein Braugasse zu Wort. Er fordert Stadträte und Verwaltung auf, die Sanierung des Gebäudes so schnell wie möglich weiterzuführen. Der Bau dürfe nicht stillstehen, weil der damit verbundene Zeitverzug die Kosten weiter erhöht. Und das sei nicht in unser aller Sinn, erklärt die Vorsitzende Inge Ilin. Mit großer Sorge verfolge man die Debatte und sehe das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder gefährdet.